Es gibt unzählige weiße Ledersneaker am Markt. Aber welche davon kann man eigentlich empfehlen? Weiße Sneaker jeglicher Art sind sowohl für Männer als auch für Frauen absolute Klassiker und aus den Schuhschränken einfach nicht mehr wegzudenken. Das Problem bei weißen Sneakern ist allerdings, egal ob aus Leder oder Stoff, bei täglicher Benutzung und bei täglicher Beanspruchung ist die Abnutzung natürlich groß und man muss die weißen Lieblinge einfach von Zeit zu Zeit einfach mal austauschen. Ich persönlich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von weißen Ledersneakern, weil sie a sportlich und elegant sind und auch einfach easy zu kombinieren. Und da ich gerade eh auf der Suche nach ein paar neuen weißen Tretern bin, habe ich das jetzt als Grund und Anlass genommen, euch an dieser Stelle ein paar weiße Ledersneaker vorzustellen. Alle weißen Ledersneaker aus dem Video als auch Alternativen dazu verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox und ich habe euch auch noch eine komplette Amazon Wishlist erstellt mit weißen Ledersneakern, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Schaut da gerne vorbei. Starten wir mit der ersten Brand und zwar Garment Projects. Ich trage weiße Ledersneaker von Garment Projects so seit circa 5 Jahren, würde ich sagen, und das sind für mich die elegantesten weißen Ledersneaker, die es so am Markt gibt. Kostenpunkt liegt hier bei ungefähr 170 Euro, sind nicht ganz günstig, aber wirklich sportlich, elegant, genauso mag ich weiße Ledersneaker. Gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten, als auch in verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel auch in Wildleder. Lohnt sich wirklich und ist wirklich perfekt zu kombinieren, auch zum Beispiel, wenn man einen Anzug trägt. Weiter geht's mit dem sportlichen Klassiker, und zwar Adidas. Ich habe hier exemplarisch einfach mal den Adidas Continental rausgesucht, den trage ich schon ein Weilchen und Kostenpunkt liegt hier zwischen 80 und 100 Euro. Adidas hat natürlich auch noch andere coole Modelle, wie zum Beispiel den Superstar oder auch andere Originals. Ich muss sagen, zwischen 80 und 100 Euro werdet ihr bei Adidas auf jeden Fall fündig, wenn ihr was Sportliches sucht im Bereich weiße Ledersneaker. Weiter geht's mit einer Brand, die ich erst gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis ich vor einem Jahr mir ein paar weiße Ledersneaker dort gekauft habe, und zwar bei Geox. Ich muss sagen, diese Schuhe sind wirklich super bequem, wirklich super angenehm zum Tragen, auch für den Alltag. Und die Auswahl ist mittlerweile sehr, sehr gut. Und bis 100 Euro werdet ihr auf jeden Fall immer fündig werden. Also fast alle Ledersneaker kosten da ein bisschen unter 100 Euro. Und ich muss sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist an dieser Stelle wirklich top. Nicht ganz so bequem, aber dafür sehr, sehr stylisch sind die weißen Ledersneaker von der Brand Hugo. Ich muss sagen, Leute, die haben wirklich ein mega geiles Portfolio an weißen Ledersneakern. Tatsächlich sind die allerdings etwas teurer. Ich würde mal sagen, ab 100 Euro aufwärts werdet ihr hier fündig werden, aber dafür kriegt ihr tatsächlich auch wirklich sehr, sehr stylische Treter. Und nicht zu vergessen, die sportlichen Klassiker. Zum einen natürlich Puma. Puma hat bis 100 Euro wirklich eine gute Auswahl an weißen Ledersneakern. Klassisch, schlicht, sehr sportlich und natürlich auch Nike, ja, nicht zu vergessen. Hier habe ich exemplarisch jetzt einfach mal den Air Force One rausgepickt, den ich auch oftmals kombiniere mit etwas boxigeren Outfits. Finde ich sehr, sehr nice. Die Nike Air Force One kriegt man erst ab 120 Euro so ungefähr. Aber wenn ihr was Sportliches sucht, werdet ihr natürlich bei Nike und auch bei Puma, was weiße Ledersneaker angeht, natürlich auch fündig. Falls ihr noch eine bestimmte Brand im Kopf habt, die ebenfalls mega nice weiße Ledersneaker herstellt oder vielleicht auch ein bestimmtes Modell im Kopf habt, was ich zum Beispiel an dieser Stelle nicht erwähnt habe, dann packt das liebend gerne unten in die Infobox rein. Denkt dran, Support ist kein Mord und wir können uns an dieser Stelle einfach nur gegenseitig unterstützen und davon haben wir dann alle einen kleinen Mehrwert. Checkt auf jeden Fall meine Wishlist aus und denkt dran, die Schuhe von Geox sind wirklich sehr, sehr bequem, sehr, sehr nice. Ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle, checkt die auf jeden Fall aus. In der Infobox ist unten alles verlinkt und ich hoffe, dass ich euch auf diesem Wege ein bisschen weiterhelfen konnte bei der Auswahl eurer weißen Ledersneaker.